Ja, was tut man nicht alles für die Vorbereitung einer guten Aktion? Denn nur noch 10 Wochen und dann treffen sich die evangelischen Christen zum Kirchentag in Magdeburg. Bis dahin ist nicht mehr viel Zeit, aber was sollen Feldbetten auf dem Domplatz und die Bettwäsche in den Gittercontainern? Wir wollen halt mit dieser Aktion darauf hinweisen, dass man noch Privatquartier-Gastgeber sein kann für den Kirchentag auf dem Weg. Und wir sind hier jetzt mit einem Team der Magdeburger Handballer und einem Team vom Kirchentag auf dem Weg. Und wir werden gegeneinander jeweils 10 Betten beziehen. Es sind dann doch nicht 20 Betten, sondern nur 2x9, aber das tut der Aktion keinen Abbruch. Die zahlreich vertretenen Medien der Region hoffen auf lustige Bilder und da kommen die Handballer des SC Magdeburg, die sich auch für die Werbung für den Kirchentag einspannen lassen. Mein Name ist Stefan Höhn, ich bin Superintendent vom Evangelischen Kirchenkreis Magdeburg, also geistliche Leitung. Und wir freuen uns, dass das Team der Handballer des SCM uns herausfordert als KTI-Mitarbeitende. Ich selber habe heute Morgen noch mal geübt, meine Schwiegermutter kommt gerade mit dem Zug an, habe ich also heute Morgen schon mal ihr Bett bezogen, lief ganz gut, aber ich weiß nicht, wie es jetzt geht. Es soll so funktionieren, also Laken haben wir nicht, aber Bettbezug und Kissenbezug. Und immer wenn einer fertig ist, dann kann der Nächste in dem Team dann an sein Bett treten, sodass wir also wie eine Staffel spielen. Wenn eins durch ist, dann geht's weiter. 3, 2, 1 und los. Es ist gar nicht so einfach, das Kissen und die Bettdecke in die entsprechenden Bezüge zu stopfen. Es weht ein heftiger Wind und unter den Augen der Zuschauer will sich keiner blamieren. Wechselseitig feuern die Mannschaften ihre Akteure an und schnell haben die Kirchentagsmitarbeiter einen kleinen Vorsprung. Wann hast du das letzte Mal zu Hause wirklich privat bezogen? Das war gestern Abend. Warum? Ja, es ist so, dass man zwischendurch mal die Betten beziehen muss, oder? Also war turnusmäßig dran. Ja, genau. Und einmal gegenseitig anlachen beim Beziehen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Gibt's hier auch Löcher? Schneller, schneller. 2017 ist das Jahr des Reformationsjubiläums. Insgesamt gibt es 6 vergleichbare Kirchentage. Man trifft sich in Leipzig, in Magdeburg, in Erfurt, in Weimar-Jena, Dessau-Roßlau und in Eilsleben-Halle. In Magdeburg findet der Kirchentag unter dem Motto Auf dem Weg vom 25. bis zum 28. Mai statt. Und bis dahin müssen noch jede Menge Quartiere akquiriert werden. Woher stammen diese Betten hier auf dem Domplatz? Die Betten wurden durch die Feuerwehr beschafft für den Katastrophenfall und werden bei uns auch im Katastrophenschutzlager hinterlegt. Und wie zum Beispiel im Jahre 2013, wenn Leute aus ihren Bereichen evakuiert werden müssen, in Notunterkünfte untergebracht werden müssen, dann dienen diese Feldbetten dazu, um es den Menschen so angenehm wie möglich zu machen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es Massenunterkünfte mit diesen Feldbetten gibt, denn die sind für den Katastrophenfall bestimmt. Also geht der Aufruf an alle Bürger in der Umgebung. Am besten so schnell wie möglich. Man hat diesen Monat aber noch Zeit und meldet sich auf der Internetseite www.r2017.org/betten an. Und da kann man einfach angeben, wie viele Betten man zur Verfügung hat, ob man auch ein Bett für Kinder dazu hat und ob man Haustiere hat und alles Mögliche. Und da wird das dann gesammelt, die Information. Und im April oder so erfährt man dann, welchen Gast man bekommt beim Kirchentag in diesem Jahr in Magdeburg. Also wer Lust hat, neue nette Leute kennenzulernen, der überlegt bitte, ob er nicht doch Platz hat für müde Teilnehmer am Kirchentag in Magdeburg. Und hier gewinnen die Kirchentagsmitarbeiter mit 1,5 Betten Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch!